Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die hier leben, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Die ganze Welt wurde im letzten Jahr quasi über Nacht auf den Kopf gestellt. Die Corona-Pandemie hat vieles für uns verändert, wie wir einander begrüßen, wie wir reisen, wie wir lernen und arbeiten, wie wir einander treffen können. Eines aber hat sich nicht geändert. Wir halten zusammen. Wir schauen, dass wir da alle gemeinsam durchkommen, ob Mann oder Frau, alt oder jung, ob in der Stadt oder am Land. Denn Österreich, das sind wir alle. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen am Anfang dieses Jahres gesagt, dieses Jahr wird besser. Und heute sage ich allen, deren Leben gerade Kopf steht, es wird besser. Wir werden aus diesem Kopfstand heraus gemeinsam wieder auf die Beine kommen. Wenn wir zurückschauen, sehen wir, dass wir in schwierigen Zeiten schon oft füreinander dagewesen sind. Und sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Blick nach vorne für alle von uns ein hoffnungsvoller und zuversichtlicher ist. Ich wünsche uns allen, dass wir weiterhin mutig und zuversichtlich bleiben, halten wir zusammen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Mein Reich ist klein, doch unbeschreitbar weit. Ich bin die Zeit, ich bin die Zeit, die schleicht und eilt, die Wunden schlägt und Wunden heilt. Hab weder Herz noch Augenlicht, ich trenn die Gut und Bösen nicht. Ich bin die Zeit. Ihr seid ein Staubkorn am Gewand der Zeit. Lasst euren Streit. Klein wie ein Punkt ist der Planet, der sich samt euch im Weltall dreht. Schweigt vor dem Ticken der Unendlichkeit. Hört auf die Zeit. Zum Fest am Dom sei unsere Bühne aufgeschlagen. Die Pfosten, Bretter in die Höhe ragen. Zum Himmel strebt dies Meisterwerk aus Stein. Ein Werk von tausend Händen, nicht allein. Mein Werk sei nur ein kleiner Teil genannt. Als Meister Pilgram allen euch bekannt. Der aus dem Fenster auf euch schaut, und als Chronist in Stein gehaut. In dunklen Zeiten schwerer Not, im Jahre 1348, als auch in Wien
die Pest, der schwarze Tod, die Menschen und das Land verheerte, ersann ein junger Herrscher eine strahlende Vision. Herzog Rudolf, ein Bauwerk, das so schön und gewaltig, mit einem Turm, der bis an die Wolken reicht. So legte er den ersten Stein am Südturm, jenen Nullpunkt der Nation, von dem das Land aus ward vermessen. Doch starb er kurz darauf. Da lag er nun, der Stein. Da war sie, die kühne Version der Kathedrale. Und jeder Bürger ward davon besessen. Und ein jeder gab, ob arm, ob reich, ein jeder gab, damit das Werk ward vollendet. Und so kam es, dass der Steffel über 100 Jahre später die Kirche aller Bürger wurde. So sei die Bühne nun eröffnet für die Geschichte über der Bauwerkteile. Vom Fundament, den Säulen, den Fenstern, dem Tor. All das trägt stolz das Dach empor, das uns beschützt. Das Schiff, den Chor. Zum Turm hinauf wird unsere Reise gehen, auf dem wir hoffnungsvoll zum Himmel sehen. Hoch droben auf der Spitze, da thront der goldene Apfel, der drin verwahrt, was uns wichtig ist für unsere Kinder, Enkel, künftige Generationen, dem Himmel nah, der Zeit entrückt. Und nun ans Werk, derweil ich dirigiere, hier sei die Bühne und der Mensch agiere. Hörst du's nicht, wie die Zeit vergeht?
wir die Zeit vergehen. Seit eineinhalb Jahren prägt die Corona-Pandemie auch dieses Land. Gemeinsam haben wir das Gröbste gemeistert, denn das lehrt uns die Geschichte, alles vergeht. Große Krisen, kleine Krisen. Und wir fangen immer wieder von Neuem an, mit vereinten Kräften, seit vielen hundert Jahren. So wie eben von Edita Malovic besprochen, besungen, begleitet vom Domorchester und den Wiener Sängerknaben. Und damit darf ich Sie ganz herzlich begrüßen, meine Damen und Herren, bei Austria for Life, hier vor der beeindruckenden Kulisse des Stephansdoms, dem Wahrzeichen unserer Bundeshauptstadt und dem einstigen zentralen Messungspunkt des Landes. Heute Abend stehen die Tore des Doms weit offen für alle. Aber das war nicht immer so. Vor allen Dingen nicht, als uns im Frühjahr 2020 ein kleiner Virus mit großer Wirkung dazu zwang, unsere Türen zu schließen und zu Hause zu bleiben. Doch unsere Herzen, die dürfen nicht verschlossen bleiben. Und deswegen appelliert Austria for Life an unsere Solidarität, an unsere Großzügigkeit und an unser Mitgefühl, an unsere Empathie. Wir wollen heute und hier und nicht nur heute und hier, wir wollen überhaupt einstehen für Menschen in Österreich, die durch die Krise hart gebeutelt wurden. Und ganz im Sinne der sechs wichtigsten Hilfsorganisationen, die gemeinsam mit dem ORF die Initiative Österreich hilft Österreich ins Leben gerufen hat. Und dazu begrüße ich jetzt hier den Generaldirektor des österreichischen Rundfunks, Dr. Alexander Wrabetz, Gerhard Valeschini von der Kronenzeitung. Ich glaube, ich mache Ihnen einen Schatten im Gesicht, das muss nicht sein an dieser Stelle. Dann der CEO von A1, Markus Grausam. Und Gary Kessler, der Initiator von Austria for Life. Ich grüße dich, Gary. Wir fangen mal an, so wie jetzt gerade der Abend begonnen hat, eigentlich mit einer Art modernen Mysterienspiel. Was erwartet uns denn heute Abend sonst noch? Und vor allen Dingen, wofür steht denn Austria for Life? Naja, wir wollen nicht nur die Herzen öffnen heute Abend, sondern auch die Geldbörsen für die Menschen, die besonders hart getroffen wurden in dieser Pandemie. Und wir wollen alle Österreicherinnen und Österreicher aufrufen, anzurufen, zu spenden und ihnen gleichzeitig Hoffnung zu geben. Wir werden anhand der Show eine Zeit sehen, über 700 Jahre, wo wir unsere Vorfahren Krisen bewältigt haben. Und alles wird gut. Wir werden auch diese Krise bewältigen. Wir sind ein tolles Land und ich möchte jetzt gleich am Anfang allen, die dazu beigetragen haben, dass diese Show stattfinden kann, unter so schwierigen Umständen ein ganz großes Danke aussprechen. Wir werden diesen wunderbaren Stephansdom heute als steinernes Bilderbuch benutzen und wunderbare Geschichten erzählen und dafür wünsche ich gute Unterhaltung. Der Stephansdom lebt. Der Stephansdom lebt, er ist ein lebendes und leuchtendes Symbol für Solidarität und Wiederaufbau, eindrucksvoll in Szene gesetzt durch die besten Visualisten und Visualistinnen des Landes. Ganz effektvoll werden wir dann sehen im Laufe der Show, dass alles allerdings nicht einfach nur als Spektakel, sondern als Spektakel mit tieferem Sinn. Und damit bin ich jetzt bei Dr. Alexander Wrabetz und der Initiative Österreich hilft Österreich. Was steckt dahinter? Wofür steht das? Österreich ist ein soziales Land, aber wir waren natürlich trotzdem durch die Pandemie extrem gefordert. Und den Hilfsorganisationen, den nationalen, den großen, kommt hier eine besondere Verantwortung zu. Und die haben uns gesagt, dass sie mit den Spenden nicht genug haben, die es gibt, dass es mehr braucht. Und dann haben wir eben diese Initiative Österreich hilft Österreich gegründet mit den großen sechs Hilfsorganisationen, Caritas, Rotes Kreuz, Samariterbund, Volkshilfe, Diakonie. Und wir haben mit Gary
einen guten Partner gefunden, der gesagt hat, er möchte dieses Österreich hilft Österreich mit der heutigen Aktion unterstützen, um auch jenen zu helfen, die es besonders bedürfen und wo der Sozialstaat bei allem, was er leistet, nicht hinkommt. Wir haben zum Glück mehrere gute Partner gefunden, nämlich auch die Kronenzeitung, Herr Valeschini, als Kooperationspartner. Wie sah denn da bislang die Unterstützung aus? Ja, dieses letzte wohl unvergessliche Jahr hat uns alle gefordert. Manche haben Mutlosigkeit durch Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit etwas den Boden unter den Füßen verloren. Manche haben den Halt verloren und manche wurden von Schicksalsschlägen getroffen und sind in Armut gelandet. Diesen Menschen, unseren Mitmenschen, Hilfe und Unterstützung geben zu können, das ist in den Grundwerten der Kronenzeitung verankert. Mehr als 2 Millionen Leserinnen und Leser haben erst vor kurzem in einer gemeinsamen Hilfsaktion mit der Caritas mehr als 1 Million Euro gespendet. Und das zeigt, wie viel Hilfsbereitschaft die Österreicherinnen und Österreicher zeigen. Da kann man sich darauf verlassen, wenn es wirklich um etwas geht, dann gibt es diesen Zusammenhalt. Und der Zusammenhalt ist auch etwas ganz Wichtiges, um wieder mehr Mut und Zuversicht zu schaffen. Und diesen Mut und diesen Zuversicht, das strahlt dieser Ort, das strahlt diese Veranstaltung geradezu aus. Das ist wunderschön, das zu sehen. Und diesen Mut und Zuversicht, das tut uns allen, jedem, jeder und jedem von uns sehr gut und vor allem der Gemeinschaft. Und da helfen wir gerne mit, diese zu fördern. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Gemeinschaftsgefühl dazu führt, dass die Österreicher und Österreicherinnen nicht nur ihre Herzen, sondern wirklich auch ihre Geldbörsen öffnen. Die Spendenkontonummer von Österreich hilft Österreich wird während der Sendung immer wieder eingeblendet. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich die direkt und live hier in der Sendung anzurufen. Und das verdanken wir A1, Herr Grausam. Ja, das stimmt. Wir haben hier das erste österreichische Outdoor-Callcenter installiert, haben eine Spendenhotline eingerichtet, die A1-Spendenhotline 0800 664 2021, und wir wollen somit einen Beitrag leisten, dass wir allen denen helfen, die in dieser doch sehr schwierigen Zeit oder durch die Corona-Krise wirklich in Not geraten sind. Ich bin unglaublich stolz, dass wir als A1 hier einen Beitrag leisten können. Ich bin noch mehr stolz, dass sich sehr, sehr viele Mitarbeiter der A1 hier in ihrer Freizeit wirklich engagieren. Man sieht hier nur einen kleinen Teil der Kolleginnen oder Kollegen. Sehr viel Technik steckt dahinter, damit jeder Anruf und jede Spende auch wirklich ankommt. Also liebe Zuseherinnen und Zuseher, bitte anrufen, bitte spenden und einen Beitrag leisten, um jenen zu helfen, die gerade durch eine sehr schwierige Zeit gehen. Es ist nicht nur, Herr Grausam, ein Open-Air-Call-Center, was ja an sich schon was Tolles ist, muss man sagen, aber es ist vor allen Dingen auch sehr prominent besetzt. Und wenn ich mir selber mal so über die Schulter schaue, dann sehe ich da Desiree Treichel-Stürk zum Beispiel, Vera Russwurm, Claudia Stöckl, ich kann wahrscheinlich gar nicht alle nennen, Dagmar Koller, Alfons Heider, bis zur Unkenntlichkeit verkleidet, da hinten mit diesem spitzen Hut, habe ich ihn aber trotzdem ausfindig gemacht. Peter Fesslacher, Markus Freistetter, Boxweltmeisterin Nicole Wesner, Christoph Feuerstein, viele, viele, viele weitere, die also hier darauf warten, dass Sie anrufen, meine Damen und Herren, und spenden für Österreich hilft Österreich. Und damit sage ich jetzt erstmal vielen Dank, meine Herren. Wir setzen das Mysterienspiel fort. In und um den Stephansdom gibt es ja unzählige Steinfiguren, die seit Jahrhunderten das menschliche, unser menschliches Treiben beobachten. Aber man munkelt, dass manchmal des Nächtens diese Steinfiguren zum Leben erwachen und beginnen zu wispern. Hören Sie jetzt in einem Streitgespräch Chris Lohner, Reinhard Novak und Sandra Czerwik am Fuße des Grabreliefs von Friedrich III. So viele Menschen hier im Dom. Und natürlich wird man mich wieder mal übersehen. Ich bin hier, die arme Kirchenmaus, am Sarkophag von unserem Kaiser Friedrich III. Ja. Bitte, bitte, was soll das Jammern, bitte, das ganze Jammerei, das ist arm, das Nagetier, das Maus, es übertreibt, bitte, wir Figuren hier am Grab, wir bestehen ja wohl aus feinstem Marmor. Ich übertreibe nicht und ich jammer nicht, ich bin arm, ja. Ich habe Hunger,
Hier gibt es ja nichts zu essen, nur ja, bitte. Nahrung für die Seele. Seit 500 Jahren sitze ich am Sarkophag des großen Kaisers Friedrich des Dritten, dem Vollender des Doms. Schau, der Drache, sein Kopf raucht und aus den Nüstern dampfen Wolken. Okay, bitte. Was? Höre ich da Vollender? Ja. Vollender des Doms? Ja. Dieser Dom ist nie vollendet. Seit Generationen wird daran gebaut. Und es geht immer so weiter. Ist er an der einen Seite restauriert, zerfällt er an der anderen Seite wieder. Alles Dasein ist ein ständiges Wiederbeginnen. Das erinnert mich bitte an das Rätsel vom Kaiser Friedrich. Ja? Die Initialen, ihr wisst schon. Ja? Auch diese sind eine unendliche Aufgabe, über Generationen nie gelöst. Nie gelöst. A, E, I, O, U. Ja, im ganzen Land hat der sie eingravieren lassen, an Gebäuden, auf Münzen, hier auf seinem Grab. Ja. A, A, E, E, I, I, O, U. U. Mein Kaiser hat sich sicher Großes dabei gedacht. Ja, ja, ich weiß. Affe, Elefant, Iltis, Oktopus, Uhu. Geh bitte. Also ehrlich, ja. Bisschen mehr Respekt, Affe, ja. Ja, wir wissen, es dreht sich immer alles nur um deine eigene Person. Ja. Du hast ja überhaupt keine Ahnung, was hier vorgeht. Was redest du bitte für einen Blödsinn? Das ist vollkommen. Du erst recht nicht, du hast überhaupt keine Ahnung. Na, aber der weiß bitte. Streiten. Oder weißt du bitte, welche der 300 Interpretationen der Heerscharen von Experten die richtige ist? Ha, ja. Redest Blödsinn, ja? Weil ich weiß, was die Weisen gesagt haben. Die haben sich damit nämlich beschäftigt und sich geeinigt. Also pass auf, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Austria est imperare orbi universo. Es ist Österreich bestimmt, die Welt zu beherrschen. Ja. Ihr seid wirklich ehrlich. Es ist ja wirklich kompletter Blödsinn, der Österreich als Herrscher der Welt, der freilich. Das scheint mir eher die Träumerei von einer Maus zu sein. Unser Kaiser hier im Marmor sagt, das war kein großer Krieger. Das stimmt ja nicht. Doch, vielleicht hatte er ja geahnt, dass ein Motto nicht für alle Zeiten gelten kann. Ja. Die Zeiten ändern sich und wir in ihnen. Jede Generation soll die magischen Initialen wohl mit neuer Bedeutung füllen. Naja. A, E, I, O, U. Na, vielleicht liegt darin schon die Bedeutung des Rätsels, ha? Ja, genau. Wir grübeln nach. Ja? Okay, ja. Also, über uns und unser Land. Ne? Okay. Was wäre der heutige Wahlspruch für Österreich? Ja. Ne? Wer sind wir? Ja. Und was haben wir gelernt? Ja, dass wer in Freiheit schläft, oft hinter Mauern erwacht. Dass selbst scheinbar Unzerstörbares schnell zu Bruch geht, wenn man sein Fundament nicht pflegt. 1450 wurde der Dom gebaut. Und 1945 wäre er fast zugrunde gegangen. Ja, stimmt. Richten. Riecht ihr die Flammen? Seht ihr die Flammen lecken? Nein. Ich höre nichts. Ja, es ist Österreich bestimmt, die Welt zu beherrschen. Ja. Da gab es einmal einen Österreicher, ja, so den kleinen Gefreiten. Den plagten solche grotesken Fantasien. Und viel zu viele haben ihn geglaubt. Sein Hass legte das Schrecklichste aller Feuer. Wir sind aus Stein, was soll schon sein? Rennt! Es brennt! Ach, diese festen Mauern unseres Doms, die Widrigkeiten aller Zeiten stets getrotzt. Ein schlimmeres Unheil nie erfahren ist dieses. Ein Funkenflug im Kriegsgewirr entfacht, wie ein unglückseliger Wind auf unseren Dachstuhl trug, entfachte rasend schnell den Höllenbrand, der über uns sich durchs Gewölbe fraß. Feuersteine regneten vom Himmel
zerschlugen blindlings alles, was uns wert und teuer war. Ein Höllenwind blies vom Gewölbe auf die Orgel, schmolz durch die Pfeifen. Sein Heulen, schlimmstes Wehklagen, weithin hörbar bis ins Mark uns tief getroffen. Der gierige Brand fraß sich den Turm hinauf. Mit grässlichem Beben, als wär's der jüngste Tag, zerschlug die Pummerin am Urgrund der Nation in 100.000 Teile. Weißer Raum, kahle Wände, draußen geht die Welt zu Ende, drinnen hängt die Zeit wie nasser Sand. Du sitzt allein in deiner Kammer, hol dir einen großen Hammer und schlag ein Loch durch deine Wand. Oh, sag mir, wer, ja, wer soll außer dir im Karren aus dem Dreck ziehen? Siehst nur schwarze Wolken. Ich glaub, du musst dann glauben, dass sie wegziehen. Wegziehen. Und ich glaub an dich, dich. Ganz egal, was war, was ist, ist. Oh, ich glaub an dich, dich. Aber du siehst es nicht. Du siehst nur schwarze Wolken, yeah. Wolken, yeah. Du siehst nur schwarze Wolken, yeah. Wolken, yeah. Du fühlst dich wie in einem Nebelfront, dein ganzes Leben schon. Weil du seit der Taufe von der Traufe in den Regen kommst. Jetzt erstmal keine Schritte zurück zu deiner Mitte. Du bist einzigartig, ich frag dich, oh sag mir bitte, wer, ja wer soll außer dir im Karren aus dem Dreck ziehen? Du siehst nur schwarze Wolken. Ich glaub, du musst dann glauben, dass sie wegziehen. Wegziehen. Und ich glaub an dich, dich. Ganz egal, was war, was ist, ist. Oh, ich glaub an dich, dich. Aber du siehst es nicht. Du siehst nur schwarze Wolken. Ja, yeah. Wolken. Hey, yeah. Nur schwarze Wolken, yeah. Wolken, yeah. Ich weiß, im Augenblick fühlst du dich wie ein Taugenichts, auch wenn über dir der Himmel bricht, ist dahinter Licht. Ich glaub an dich, oh yeah. Ich glaub an dich. Ganz egal, was war, was ist. Es wird gut unterm Strich. Das Leben ist ewiges Wiederbeginnen. Und an jedem Anfang steht das Fundament. Auch jeder Neubeginn baut darauf auf. Verlässlich muss der Boden sein, aus dem Neues entspricht. Danke, lieber Fenstergucker. Ja, wie Gary Kessler vorhin schon gesagt hat, der Stephansdom ist heute Abend eine Art steinernes Bilderbuch.
ein Bilderbuch, dessen Bauabschnitte, 6 an der Zahl, vom Fundament bis zur Turmspitze, die verschiedenen Abschnitte spiegeln quasi den Aufbau des gemeinsamen Hauses Österreich wider. Über die wunderbare Kraft des Neubeginns spricht jetzt auch jener Mann, der Austria for Life von der ersten Sekunde an und wahrscheinlich auch mit dem Segen von oben unterstützt hat. Der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn. April 1945. Menschen stehen weinend, erschüttert vor den Ruinen des Domes. Ein Mann mischt sich unter sie in Arbeitskluft. Sie erkennen, der Erzbischof von Wien, Kardinal Innitzer. Und die Worte, die er spricht, prägen sich in ihre Erinnerung ein. Dann werden wir ihn eben wieder aufbauen. Und tatsächlich, der Dom wurde wieder aufgebaut in einem unglaublichen Zusammenhalt von ganz Österreich, alle Bundesländer. Viele, viele einzelne Spender haben geholfen, dass der Dom wieder aufgebaut worden ist. Es war eine große Kraftanstrengung, ein Neuanfang. Aber alle menschlichen Kräfte allein hätten nicht genügt. Es brauchte auch die Hilfe von oben. Ein Element aus dem Dombrand möchte ich Ihnen erzählen, weil es so berührend sagt, wie der Himmel geholfen hat. Das große gotische Chorgestühl ist total verbrannt. Das Lettnerkreuz, das in der Mitte der Vierung hängt, ist verbrannt. Als man unter Schutt und Asche ausgegraben hat, finden sie den Christuskopf des Lettnerkreuzes völlig intakt, unverletzt. Man hat das Lettnerkreuz wiederhergestellt, wieder neu geschnitzt und den alten gotischen Kopf, den Christuskopf, eingesetzt in das erneuerte Lettnerkreuz. Für mich ist das so ein Zeichen, dass bei allen Bemühungen um einen Neuanfang der Himmel mithilft. Ohne diese Hilfe geht es nicht. So wird es auch jetzt sein, bei diesem Neuanfang. Und der Himmel wird helfen. Vielen Dank, Herr Kardinal, für diese ermutigenden Worte. Dankeschön. Wir greifen das auf und machen weiter mit einem weltlichen Vertreter der Nächstenliebe. Denn die lebende Legende Willi Resetarits ist nicht nur für seine Kunst, sondern auch für sein Engagement berühmt. Für uns besingt er jetzt gleich an der Seite von Peter Havlicek den Herrgott aus Stahl. In Untergrund rast in ein hohen Haus, in Hof in der Spätwoche gossen, ist gern ganz verstaubt, seiner Zierde beraubt, ein Herrgott aus Stein so verlassen. Ich hab ihm entdeckt und das Kind dort versteckt, mein Kittrierl und meine Stuhl. Ja, die größeren Buben waren auf die Stollen wie die Noren, als Kittrierl hätt uns mal gestohlen. Herrgott aus Stein, du nur allein, hast mich als Bierwall verstanden, hast mein Besitz immer beschützt,
bist wie der Freund davor gestanden. Oft hab ich gewarnt, mir an die Glant, wenn Kinder Sorgen sind groß. Hör gut aus Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von den Haus steht nichts mehr. Und Otterkring hat sich verändert. Es wird überall gebaut, alles alte zerhaut. Und die Menschen, die haben sich geändert. Ich war öfter noch raus, weil meine Mutter wohnt draus. Und wir ist so hingeht zu ihr. Da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stein, ich glaub mir zwar, haben uns noch rechtzeitig gefunden. Hast mir im Besitz immer beschützt, bin dir als Freund noch verbunden. Ich trag die Heim und bitte die zusammen. Sind deine Schmerzen noch groß? Hör wo das Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Vom Herrgott aus Stein zu einem anderen Symbol, das in Österreich für Nächstenliebe und Unterstützung steht, dem Roten Kreuz. Ja, ich bin der Daniel Jonas. Ich bin die pädagogische Leitung vom Abendprojekt im Lernhaus. Das ist halt ein soziales Projekt. Wir kümmern uns um Lernbelange und schauen, dass die Kinder halt ihre Hausübungen machen und lernen für Schularbeiten und machen auch Freizeitaktivitäten. Die meisten Kinder aus der Mittelschule und mit Migrationshintergrund und nicht Deutsch als Muttersprache. Manche sind auch schon in der zweiten Generation da, aber Deutsch ist nicht die Muttersprache. Ich arbeite gern mit Jugendlichen zusammen, auch mit Kindern. Das ist auch das Tolle, auch dieses zwischenmenschliche, das Miteinander, das Voneinanderlernen. Auch wenn wir auch in Österreich leben und in Wien, leben wir trotzdem in verschiedenen Welten. Teilweise die Kinder kommen aus ganz anderen Hintergrund. Viele Kinder auch mit Fluchterfahrungen, die wir da haben. Die haben wirklich schlimme Geschichten auch erlebt. Und auch wenn die Kinder auch auf einen Zug kommen und man merkt, die haben den Zug zum Lernhaus, kommen gerne hierher, lernen gerne mit einem und spielen auch gerne, das ist das Tollste eigentlich. Und wenn sie dann sagen, ja Daniel, ohne das Lernhaus hätte ich es nicht geschafft, das ist auch nur auf eine weiterführende Schule zu kommen, das ist natürlich die beste Belohnung, die man kriegen kann. Das ist natürlich super. Das können wir natürlich nur anbieten, wenn wir dann auch Spenden haben. Und Leute, die fleißig spenden, die tragen dazu bei, dass diese Kinder so eine tolle Zeit bei uns und mit uns haben können. Das Rote Kreuz ist die erste von 6 Hilfsorganisationen, die sich zusammengeschlossen haben zu Österreich hilft Österreich. Und seine Arbeit legt uns jetzt besonders ans Herz der Schauspieler, Regisseur und Intendant Herbert Föttinger. Guten Abend. Guten Abend. Also wie wir gerade in dem Film gesehen haben, ist es dem Roten Kreuz ein besonderes Anliegen, eine sichere und bessere Zukunft und gerechtere Chancen zu schaffen. Jedes Kind hat das Recht auf Bildung. Ich bedanke mich daher im Namen aller bei einem der großen Partner des heutigen Abends, dem Energielieferantenverbund, der hilft, eine wichtige Basis für die Zukunft unserer Kinder zu sichern. Meine Damen und Herren, helfen Sie auch, Chancen für die Zukunft zu sichern und spenden Sie unter der A1-Hotline 0800 664 2021 für Österreich hilft Österreich. Wir bauen auf euch, wir bauen auf dich. Vielen Dank.
Wie sich die Geschichte wiederholt, sieht man daran, dass das Rote Kreuz schon kurz nach seiner Gründung mit den verheerenden Auswirkungen einer anderen Pandemie zu kämpfen hatte. Damals wütete nämlich die spanische Grippe, auch in Österreich. Die spanische Grippe fiel zu einem ungünstigen Moment über die Menschheit her. Am Ende des Ersten Weltkriegs stand die österreichische Monarchie vor dem Kollaps. Es gab Hunderttausende Verwundete, schwere Versorgungsmängel. Von Wildvögeln mutiert, gelangte das Virus mit Truppenschiffen in die ganze Welt und wurde weit tödlicher als der Erste Weltkrieg selbst. Erster Weltkrieg, 17 Millionen Tote. Spanische Grippe, weltweit 20 bis 100 Millionen Tote. Quarantäne wäre vonnöten gewesen, Lockdown, Maskentragen, Social Distancing. Doch um die Moral nicht zu schwächen, wurde die Pandemie erst verschwiegen. Selbst Gesunde und Kräftige wurden hinweggerafft. Die Pandemie machte vor niemandem Halt. Nicht vor den Gesunden, nicht vor den Kranken, den Jungen, den Alten und auch nicht vor den großen Talenten. Gustav Klimt soll 1918 eines der ersten Opfer gewesen sein. Auch Sigmund Freuds Tochter Sophie erlag der Seuche. Belegt ist die spanische Grippe bei Egon Schiele. Seine Frau verstarb im Oktober 1918, als sie mit dem ersten Kind im sechsten Monat schwanger war. Schiele drei Tage später, mit nur 28 Jahren.
gib deine Hand, du schön und zart gebild, bin Freund und komme nicht zu strafen. Sei gutes Muts, ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen. Das Tor unseres Hauses ist prachtvoll gebaut und verziert. Es soll aus der Ferne dem Wandernden zeigen, wer immer du bist, sei willkommen und trete ein. Vergiss die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Naja, was soll ich sagen? Wir schreiben das Jahr 1918. Die Türen meines Hotels, des Hotels Sacher, sind offen, wie immer noch, selbstverständlich. Aber wo sind sie hin, die Gäste? Ja. Im Krieg gefallen, geflohen oder von der Grippe dahingerafft. In diesen Tagen ist schon lang nimmer mehr jemand durch diese Tore in mein Hotel gekommen. Ja, still ist es geworden, sehr still, jetzt, in diesen Tagen, wo es nach Einsamkeit riecht und nicht nach Parfum, nach Zigarren und wo man den Alkohol auf die Hände reibt und nicht ins Glas schenkt. Ja, ja, sehr still ist es geworden, sehr still. Und wann kommen Sie wieder? Meine Gäste? Ja, willkommen! Bienvenue! Ja, welcome! Na, kommen Sie herein, na, dieser Tisch ist für Sie reserviert, selbstverständlich. Kommen Sie herein und rasten Sie sich aus. Na, ein bisschen Schlag in den Kaffee daher. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause, die Dame. Küsst die Hände. Ach, überall nur Gespenster. Mein Haus, mein großes Haus, ein leeres Haus, ein Geisterhaus. Eine Gastgeberin bin ich. Ich gebe alles für die Gäste und zwar für jeden, der durch diese Türe hereinkommt. Für jeden. Weil das Willkommen in unserer Seele ist. Aber wahrscheinlich muss man für ein neues Wiedersehen sich einfach verabschieden. Loslassen. Gehen lassen. So, aber wenn wir in die Vergangenheit schauen, heißt das doch für die Zukunft bauen, ja, ob Krieg, ob Krankheit, ob Prunk, ob Pracht, ja. Und ich sag's Ihnen, auch wenn der Walzer fast verklungen ist, wir machen doch unsere Schritte auf dem Parkett. Ja, machen wir kleine Schritte, aber wir bleiben im Takt. Wir bleiben im Takt. Und die Geister der Vergangenheit werden aus diesen Türen auch wieder einmal heraustreten und Platz machen für die Lebenden. Und ich sag's Ihnen, die Gäste werden wiederkommen. Sie werden alle kommen. Und für die Lebenden werden sie da sein und sie werden tanzen. Ja, auch vielleicht zu anderer Musik. Luft, Licht, Sonne. Ja, das ganze Land wird zum Experiment und alles riecht nach Zukunft. Ja. Immer im Takt bleiben. Takt, takt, takt. Jam, badadam. Jam. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der die Worte der großartigen Petra Morzee als Anna Sacher so gut nachvollziehen kann, wie unsere zweite Botschafterin des Lebens, die Grande Dame der österreichischen Hotellerie, Elisabeth Görtler.
Guten Abend. Guten Abend. Ja, Gastfreundschaft, das ist ein bisschen so etwas wie ein Orchester. Jedes Instrument hat seinen Zweck, aber nur wenn die Instrumente alle zusammenspielen, dann klingt das Orchester in Vollendung. Und die Herbergen, die großen, die kleinen unseres Landes, die sind ja so, dass sie Bühnen bieten für Begegnungen. Und dadurch ist unser Land eigentlich bekannt, berühmt, weit über die Grenzen hinaus und auch erfolgreich gewesen. Ja, derzeit liegen der Tourismus, die Gastronomie danieder und auch die Beschäftigten im Tourismus, denen geht es nicht sehr gut. Wir sitzen alle in einem Boot und so passiert es, dass in dem reichen Land Österreich doch viele Familien von Armut betroffen sind. Und gerade die Kinder dieser Familien, dieser Eltern, die über Monate vielleicht arbeitslos waren oder in Kurzarbeit waren, dadurch in eine finanzielle Schieflage gekommen sind, ja, diese Kinder brauchen Hilfe und sie brauchen auch Hoffnung. Und daher ist die Arbeit der Volkshilfe jetzt besonders wichtig. Unser großer Dank geht an die Österreichische Hotel- und Tourismusbank. Sie unterstützt seit mehr als 65 Jahren den Tourismus in vielerlei Art. Und sie macht das auch jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie. Unterstützen auch Sie bitte mit Ihrer Spende unter der A1 Hotline 0800 66 4 20 21. Wir bauen auf Sie, wir bauen auf dich, wir bauen auf euch. Vielen Dank. Vielen Dank, Elisabeth Gürtler, und vielen Dank auch dem Sponsor, der auch der Volkshilfe ermöglicht, Kindern die Möglichkeit zu geben, aus der Armutsspirale auszubrechen. Mein Name ist Judith Ranftler, ich bin Sozialarbeiterin bei der Volkshilfe Österreich und ich bin für das Thema Kinderarmut verantwortlich hier. In Zahlen sind es mehr als 300.000 Kinder und Jugendliche, das heißt jedes fünfte Kind ist in Österreich armutsbetroffen. Finden wir eine unglaubliche Ungerechtigkeit in einem der reichsten Länder der Welt. Wir versuchen das Thema auf unterschiedlichen Ebenen zu bearbeiten, weil Armut ist eine materielle Größe und wirkt sich trotzdem auf den gesamten Lebensbereich von Kindern aus. Wir wissen, dass armutsbetroffene Kinder im gesundheitlichen Bereich benachteiligt sind, im Bildungsbereich, aber auch in ihrer Freizeit und in ihren sozialen Kontakten. Und wir versuchen, diese unterschiedlichen Ebenen von kindlichem Erleben zu bearbeiten. Im Bereich der Gesundheit haben wir einen Fonds entwickelt, der Kosten für Gesundheit decken soll. Weil armutsbetroffene Kinder kommen schon mit einem geringeren Geburtsgewicht auf die Welt. Das heißt, sie sind von Anfang an benachteiligt. Eine Aufstockung von diesem Projekt würde bedeuten, dass mehr armutsbetroffene Kinder und Jugendliche in ihren direkten Bedürfnissen unterstützt werden können. Wir sind darauf angewiesen, dass es viele Menschen, die in Österreich leben, jetzt schon spenden. Und je mehr dazu bereit sind, desto mehr armutsbetroffene Kinder und Jugendliche können von uns unterstützt werden. Unser Haus wird von mächtigen Säulen getragen. Und auch wenn jede für sich steht, so tragen sie doch gemeinsam die Last und streben mit anmutiger Schönheit dem Himmel entgegen. So wird auch unser gemeinsames Leben von Werten getragen, die Säulen gleich den vielfachen Kräften, die ziehen und zerren in alle Richtungen der Winde, standhalten. Und zugleich in Schönheit und Anmut vor uns stehen. Bist du mir nun ganz gegeben? Nun bin ich dir ganz gegeben. Nun so sei mein liebes Weibchen. Nun so sei mein Herzensdampf. Mein liebes Weibchen.
bedenken. Der Götter uns bedenken. Unsere liebe Kinder schenken. Unsere liebe Kinder schenken. Liebe kleine Kinderlein, Kinderlein. Papageno, 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 Papageno. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Papageno, Papageno, Papageno. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Wenn viele, viele die Eltern singen werden sein. Papageno, 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 die Eltern singen werden sein. Papageno, 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 die Eltern singen werden sein. Na geh, wieder nur eine 1-Euro-Münze. Aber immerhin mit meinem Porträt auf Wolfgang Amadeus Moses, ein fescher Bursch. So fesch, ein Popstar, so exaltiert, wie ist es gegangen. Ist aber ein schönes Platz. Ich kann mich erinnern, hier habe ich geheiratet. Man macht ja nicht alles richtig. Verzeihung, was wird hier gefeiert? Ah ja. Wunderschön, wunderschön und wichtig. Wichtig vor allem, dass der wichtigste Lebensspruss des Landes es gerade noch rechtzeitig zum Kaiser die Fässer geschafft hat. Hier bin ich nun, der nicht fehlen darf, der große Sohn. Danke, danke. Vielen Dank, bleib sitzen. Danke. Umso tragischer für Sie, dass ich schon da bin, die große Tochter. Na ja, hoch die Tassen, ne? Hoch die Tassen, die Waffen nieder wohl mehr. Und siehe da, die 2-Euro-Münze mit meinem Antlitz drauf geprägt, das Doppelte an Wert. Bertha von Sutt, bitte um Verzeihung, bitte die große Denkerin, Poetin, der Engel des Friedens. Nein, 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 also ein Engel war ich auch nicht immer, aber ich war die erste Frau, die den Friedensnobelpreis bekommen sehr hat. Sehr richtig. Ich küsse Sie. Tausendmal. Es ist so schön, dass Sie das, welche meine Geschichte, die wird Sie brennen, interessieren. Ich habe hier im Dom nicht nur meine Liebe gefeiert. Oh. Nein, hier wurden auch meine Gebeine zur letzten Ruhe gebettet. Und man stellt sich gerechterweise richtig die Frage, was wird von mir in dieser Welt noch übrig bleiben, die so Riesenschein? Wolfgang, Amadeus, ja. Mozart, unsterblich sind Sie. Ein Genie, auch wenn aus Ihren Lenden und meinem Schoß keine Erben auswuchsen, doch nicht nur im Blut leben wir weiter, sondern in dem Herzen aller und in den Gedanken. Die Waffen nieder, diese meine Zeilen fördern den Frieden, den Zusammenhalt, bewahren die Zukunft. Wohl, wohl und Kompliment, gnädigstens, Sie haben schon recht.
zu meinen Liedern tanzt, lacht, singt und weint man seit Jahrhunderten, übrigens auch ihre Ahnen knickt. Aber nicht nur unsere Vorfahren wollen wir trachten, uns würdig zu zeigen. Nein, unsere Enkelkinder gilt es doch nun wieder ins Licht zu rücken, was dieser Welt verlustig ging, das Formen der Zukunft, die Saat zu pflanzen, aus der im Morgen Weitsicht erwächst. Oh, was für wunderschöne Worte, ob die nur jemals ihr Ziel treffen, in einer Welt, die mir gar nicht einscheint. Wo ist die Harmonie, wenn jeder nur an das Jetzt denkt und an den persönlichen Gewinn? Klar und scharf sollen die Gedanken sein. Vernunft, Leidenschaft brauchen wir, um zu handeln und zu wirken. Oh, Himmel, sagt das deine Leidenschaft, mit der kann ich was anfangen. Und die Musik wird uns große Dienste erweisen. Lass sie uns erwecken, die Grand Passion, lass sie die Menschenkinder neue Welten sehen und neue Werte denken. Das wollte man gleich sagen. Da-di-da-di-da-di-da. Im Namen der Liebe, dem höchsten aller Gefühle. So, geben wir uns hin den Worten und der Musik, denn wahrer Wert entfaltet sich im Zusammenspiel. Wolfall. Ja. Was haben Sie denn vorher so eifrig gesummt? Ich weiß es nicht. Denken Sie. Ich weiß es nicht, die Nacht war so lang und so laut, aber dieses Lied kommt mir sehr bekannt vor. Bitte, bitte. Dunkler Schatten legt sich schwer die Nacht, hab mich selbst verraten, trunken von der Macht, schauen leere Augen, wer bist du da drin, was soll ich noch glauben, entfremdet ist mein Sinn, Blut schürt in mir diese Glut, die Wut breitet meine Flügel aus, frei wie ein Phönix, erheb mich aus der Asche gegen die Rache, unaufhaltbar steig empor, hab mich erkoren, bin neu geboren, und so flieg ich frei wie ein Phönix, du brennst in fällt die letzte Träne, Ewigkeit bedroht. Wenn ich dir vergebe, stirbt der Liebe tot. Blut schürt in mir diese Glut. Doch du musst es verstehen, um zu sehen. Breite meine Flügel aus. Lass mich los und jetzt bin ich frei. Frei wie ein Phönix, erheb mich aus der Asche gegen die Rache. Unaufhaltbar steig empor, hab mich erkoren, bin neu geboren.
ein Phönix aus der Asche. Das war sie, die lang ersehnte Welturaufführung der deutschen Version jenes Liedes, mit dem Conchita 2014 für Österreich den Eurovision Song Contest gewonnen hat und anscheinend die Massen immer noch zu Begeisterungsstürmen aktivieren kann. Aber auch als Mozart macht Tom Neuwirth eine gute Figur, was wahrscheinlich auch an seiner Gegenspielerin oder Partnerin liegt, der bezauberten Suni Melles als Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner. Davor glänzten Caesar Sampson und Sandra Pires als Papageno und Papagena. Und weil ich schon dabei bin, sage ich an dieser Stelle einfach mal ein großes Dankeschön an alle Künstler und Künstlerinnen, die sich heute Abend unentgeltlich in den Dienst der guten Sache stellen und die großen Geister der Vergangenheit heraufbeschwören. Und all das veranschaulicht, dass es schon die menschlichen Säulen sind, die die Gesellschaft tragen. Und darüber spricht jetzt auch gleich die dritte Botschafterin des Lebens, Lilian Klebo. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Vielen Dank, Arabella. Es ist so schön, heute Abend hier zu sein. Und auch einen großen Dank an Gary Kessler, an sein Team, an alle Leute, die diesen Abend heute möglich gemacht haben. An euch! Oh. Auch an euch! Selbst werde ich jetzt nicht danken. Es ist total schön, einfach draußen zu sein und wieder mal Musik zu hören. Ich genieße es. Und was du gerade über die menschlichen Säulen gesagt hast, ja, ein stabiles Haus steht auf stabilen Säulen. Und auch das Haus, das wir heute hier gemeinsam mit allen erbauen möchten. Aber eine Gesellschaft ist halt immer auch nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Daher braucht es in Notsituationen oft schnelle und unbürokratische Hilfe. Und genau diesen Kernauftrag erfüllt die Caritas Österreich seit über 100 Jahren. Nur zu sehen und zu handeln. Und besonders für jene Menschen einzutreten, die sonst keine Stimme haben. So, jetzt habe ich mich verlesen. In 53 Sozialberatungsstellen in ganz Österreich hilft die Caritas. Unkompliziert, individuell und spontan. Denn Armut ist leider auch im reichen Österreich keine Seltenheit. Ich darf jetzt im Namen aller an dieser Stelle einen weiteren Dank an einen großen Sponsor des heutigen Abends richten, an Billa, der mit seiner Unterstützung dazu beiträgt, dass leere Kühlschränke in der Pandemie immer wieder gefüllt werden konnten und immer wieder gefüllt werden können. Besonders von armutsbetroffenen Familien und Alleinerziehern und Menschen in Not. Bitte unterstützen auch Sie. Österreich hilft Österreich. Unter unserer A1-Hotline 0800 664 2021. Wir bauen auf euch. Wir bauen auf dich. Dankeschön. Ein Dankeschön an dich, Lilian. Und ich darf vielleicht die Grundsätze der Caritas noch einmal aufgreifen. Seit 100 Jahren, du hast es gesagt, füreinander da sein, an das Gute glauben und helfen, wenn man uns braucht. Mein Name ist Klaus Felgitsch, ich bin Sozialarbeiter bei der Sozialberatung und Nothilfe im Mostviertel. Wir unterstützen hier Menschen in existenziellen Notlagen, die einfach nicht mehr weiter wissen und kein Geld mehr haben, um ihre Rechnungen zu zahlen oder Essen einzukaufen. Es gibt einfach ganz, ganz viele, ganz arge Situationen, die man halt im Laufe von nur einem Jahr irgendwie sieht. Ja. Die Fälle, die halt ganz besonders hart treffen, sind, wo eigentlich ganz offensichtlich eine Lücke im Sozialsystem drinnen ist, die man nicht schließen kann. Also was besonders schwierig ist, ist das Image, was Leute haben, die zur Caritas gehen oder die halt auf fremde Hilfe angewiesen sind. Und dieses Image macht was mit den Leuten und führt dazu, dass sie sich schämen. Und die wenigsten Leute können wirklich selber was dafür. So die schwierigen Sachen, die kann man lösen. Und wenn es Spendengelder gibt, ja, und wenn man die Möglichkeit hat, direkt etwas zu tun für die Leute, dann ist es okay. Ja? Und wenn man dann wirklich ansteht oder wenn man halt sieht, wie sehr die Leute einfach an den gesellschaftlichen Auswirkungen leiden, das ist halt einfach das Zache. Es ist nicht so, dass man einfach zur Caritas gehen kann und sagen kann, okay, ich brauche jetzt ein Geld und ich bekomme das, sondern es bedarf einfach mehr und es bedarf auch, dass wir uns das einfach anschauen, weil wir einfach ganz sorgfältig mit den Spendengeldern auch umgehen müssen. Die Fenster einer Kathedrale sind wie die Augen in überirdische Welten. Wenn Licht durch das bunte Glas bricht, so blicken wir auf Tausende von Geschichten. Oh, wie eng und finster wäre unser Haus,
wie klein und nichtig unser Leben ohne diese Welten da draußen, die das Licht uns hereinbringt. So steht das Glas der Kirchenfenster für das Wesen der Künste. Sie eröffnet uns Welten, die zart und zerbrechlich sind, wie das Glas, das sie entstehen lässt. Mangel an Schönheit macht unglücklich und böse und ungerecht und hart. Mangel an Schönheit macht zynisch und bleich. Mangel an Schönheit macht, dass wir uns langweilen, wenn wir zu den Sternen schauen, ohne zu staunen. Mangel an Schönheit trübt die Sinne. Wir sehen nicht mehr das Offensichtliche. Wir können Musik nicht mehr vom Gekreische unterscheiden. Und eine gute Pasta schmeckt gleich wie ein Cheeseburger. Mangel an Schönheit macht müde und lebensmüde. Mangel an Schönheit macht neidisch und missgönnend und geizig, kleinlich und gierig. Mangel an Schönheit macht unzufrieden. Mangel an Schönheit bewirkt, dass wir uns selbst gering schätzen und dass wir uns nicht einmal mehr verachten, wenn wir nicht mehr in den Spiegel schauen können. Mangel an Schönheit macht feige. Mangel an Schönheit macht dumm. Mangel an Schönheit macht unempfindlich für Komplimente und zerstört unseren Charme. Mangel an Schönheit verheert die Welt, sodass zuletzt trotz allem Reichtum und aller Sicherheit nichts mehr übrig bleibt, was lebenswert erschiene. Mangel an Schönheit macht mich traurig und wieder traurig und wieder traurig. Mangel an Schönheit macht, dass ich mich am Hässlichen freue. Mangel an Schönheit lässt mich ängstlich und geduckt durch den Tag gehen. Mangel an Schönheit macht, dass wir nicht mehr lieben und dass wir die Liebe bloß für Getue halten und die Depression für einen Normalzustand. Mangel an Schönheit zwingt zur Meinung, alles müsse wenigstens einen Gewinn abwerfen. Mangel an Schönheit macht, dass ich keine Bücher mehr lese und nicht mehr Gitarre spielen will. Mangel an Schönheit macht, dass wir für niemanden mehr Sorge tragen wollen und bald auch nicht mehr können. Mangel an Schönheit macht rachsüchtig, kleinlaut und gehässig. Mangel an Schönheit macht, dass wir vergessen werden. Ja, ohne Kunst und Kultur wird es still und dunkel in diesem Land, wie gerade in dem Text von Michael Köhlmeier eindrucksvoll geschildert, vorgetragen von keinem Geringeren als Oscar-Preisträger Karl Markowitsch. Jetzt ist es die vierte Botschafterin des Lebens, die gleich laut und lustvoll die geschulte Stimme erhebt, Mercedes Echerer. Guten Abend. Schönen guten Abend, Arabella. In den letzten 15 Monaten mussten wir vieles umstellen. Wir mussten auch vieles lernen. Unter anderem zum Beispiel Träume, Sehnsüchte, Wünsche zu vertagen, zu verschieben, auf später, auf dann, auf irgendwann. Aber was ist, wenn das irgendwann vielleicht zu spät ist? Wenn dich plötzlich eine Diagnose ereilt, die dich mit deiner eigenen Endlichkeit konfrontiert? Der Arbeiter-Samariter-Bund erfüllt Wunschfahrten für schwerkranke Kinder und Erwachsene in ihrer letzten Lebensphase. Danke. Die letzte Lebensphase ist genauso ein Teil unseres Lebens wie jeder Abschnitt. Es ist nicht immer leicht, auch dazu Ja zu sagen. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen aller Kollegen und Kolleginnen vor mir bedanken bei einem weiteren unserer großen Partner, die wir alle brauchen, um gemeinsam helfen zu können, bei MAC Cosmetic. Viva Glam ist die gemeinnützige Kampagne von MAC, die sich einsetzt für eine gesündere Zukunft. MAC selber wird ja immer veganer mit den Produkten, das finde ich eine ganz tolle Entwicklung.
Und sie setzen sich auch ein für gleiche Rechte für alle. Seit 1994 hat Viva Glam über 500 Millionen Dollar gesammelt und davon im letzten Jahr vor allem über 10 Millionen Dollar für Menschen, die während der Covid-19-Pandemie unter einem besonders hohen Risiko gestanden sind. Ein herzliches Dankeschön. Ein Miteinander braucht es besonders in schwierigen Zeiten. Eine große Empathie, wie wir auch gerade gehört haben. Eine ganz große Solidarität. Darum helfen auch Sie mit. Unterstützen Sie Österreich hilft Österreich. Mit der A1-Hotline 0800 664 2021. Wir bauen auf dich, wir bauen auf Sie, wir bauen auf euch. Danke. Der Samariterbund leistet ja vielfältige Arbeiten, aber eine, so wie Mercedes Echerer gerade gesagt hat, möchten wir ganz besonders hervorheben, die Wunschfahrten. Ich bin die Theresa, ich koordiniere die Samariterwunschfahrt. Das ist ein Projekt, da geht es darum, schwerkranken Menschen oder chronisch erkrankten Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen noch einen letzten Wunsch zu erfüllen, noch einmal ins Kino zu gehen, ins Lieblingscafé, noch einmal den Heimatort besuchen, einfach in der Stube sitzen und noch mal mit der Familie zu jausen, bei einer Geburtstagsfeier mit dabei sein. Lauter alltägliche Sachen, die aufgrund der Erkrankung nicht mehr möglich sind. Das ist nicht nur eine Wunscherfüllung für den Fahrgast selber, sondern auf einmal wird die ganze Familie mit reingezogen, dass einfach an diesem Tag die Erkrankung so in den Hintergrund rutscht. Also es wird viel kalt auf Wunschfahrten, ist auch voll okay, aber das Schöne ist, dass meistens Freuden drinnen sind. Die Samariterwunschfahrt finanziert sich ausschließlich durch Spenden und Sponsoring und durch ehrenamtliche Mitarbeit. Das heißt, wir sind angewiesen auf Spenden und ehrenamtliche Personen, die sich für dieses Projekt engagieren. Zurzeit gibt es nur ein Wunschfahrtauto und unser Wunsch ist es, ein zweites Fahrzeug anzuschaffen, da wir sehr präsent im Osten sind und gerne auch viele Wünsche im Westen erfüllen möchten. Und dafür brauchen wir Spenden, um ein weiteres Auto anzuschaffen. Die Wunschfahrten machen bewusst, wie wertvoll das Leben ist. Passend dazu performt die Künstlerin Timna Brauer nun ein bekanntes jüdisches Lied über das Überleben. Mir leben ewig. Mir leben ewig. Es brennt der Welt. Mir leben ewig. Seufze biegen ich dir alles ein ihm, was will uns verschwarzen, unser Bonin. Wir leben ewig, wir seinen Dom, wir leben ewig. Schlechte Zeiten überleben. Thank you.
sein und du. Unser Dachstuhl ist riesig, denn unter ihm sollen alle Platz haben. Sein gewaltiger Giebel wacht über uns und spendet Schutz und Geborgenheit. Herren zieht im Land herum mit Trommel und mit Stadtern, mit schauerlichen Bum, 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 so böser dicht im Laden. Sie kehren in jedem Hause ein und schneiden tiefe Narben, Kinder, Damen, Jungfräulein und kecke Burschen starben. Es schrie das Volk in seiner Not, sollen wir zu Hause hocken? Was wartet ihr? Schützt uns vom Tod, sonst holen uns die Pauken. Lasst uns in aufgeklärtem Geist der Wissenschaft vertrauen, die mit harter und gewissenhafter Forschung uns einen Stoff zur Impfung schenkte. So soll es auch von allen Kirchenkanzeln künden. Von jener Evidenz, die das Verfahren zeigt, lasst Münzen drucken, allen Bürgern Briefe schicken, damit das Wissen, die Vernunft, den Starrsinn und dumpfen Aberglauben schlägt. Kaiserin, wir sind nicht dumm, will sie uns Narren schimpfen. Aus der Puste Toxikum soll Eiter sie uns impfen. Die Impfung schadet merklich mehr, sie tötet rasch und kriechend und schafft als Rest ein zahllos Heer von Krüppeln und von Siechen. Nein, 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 nein. Ein Mensch, der sich nicht bildet, ist verloren. Ein Leitsatz, der mein ganzes Leben gilt. Mit harter Disziplin habe ich unermüdlich gekämpft, dass Rohheit und Unverstand der Welt entschwinden. Die Jahr vergehen, ihr werdet sehen, die Seuchen sind sich ähnlich. Egal wie lange man auch spottet, sie werden ausgerottet. Ob Kaiserin, ob Wissenschaft, sie sehen schon ins Morgen. Es wird, es kann, es möchte sein, ein Dasein ohne Sorgen. Manches aus dem Dialog zwischen der Kaiserin und dem Volk erinnert ein bisschen an die Impfdiskussion von heute. Hoffentlich bereits gut geschützt sind die Leiterin des Max-Reinhardt-Seminars und Schauspielerin Maria Happel und die streitbaren Straßenmusiker rund um Georgi Alexandrowitsch Makasaria von der Band Ruskaya und seiner ersten Geige Lydia Weitsch. Und damit begrüßen wir jetzt den fünften Botschafter des Lebens, der dafür sorgt, dass das Dach, unter dem wir alle Platz finden, stabil ist, den Mediziner Siegfried Merin. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Weil du, ich darf du sagen, auf die Pandemie, auf die Impfung und das alles hingewiesen hast, denke ich mir, das, was mich bewegt hat in den letzten 12 Monaten, war wohl, dass durch die Corona-Epidemie, Pandemie, ich den Eindruck hatte, dass das erste Mal Menschen in diesem Land Gesundheit als etwas plötzlich sehr Kostbares empfunden haben
nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Sie erlebt haben, dass das Leben sehr zerbrechlich sein kann und von einer Minute auf die andere alles, was sonst selbstverständlich ist, nicht mehr selbstverständlich ist. Und das, was auffallend ist, viele haben bedauerlicherweise selbst an sich oder in der eigenen Familie, im Freundeskreis erlebt, wie psychische Gesundheit sich verändert, wie die körperliche Gesundheit verändert. Und das, was mich bewegt hat in dieser Pandemie, meiner Meinung nach besonders massiv betroffen hat, dass die Psyche, aber auch das Erwachsenwerden, das Lernen, die Wahrnehmung des Selbst von Kindern und Jugendlichen. Und ich habe den Eindruck, dass wir das noch immer unterschätzen, dass die Kinder und Jugendlichen in diesem Land weniger Druck brauchen als der, der auf sie ausgeübt wird, mehr Hilfe brauchen. Und auch, dass wir als Erwachsene sie ernst nehmen, ihnen zuhören. Und ich würde sogar so weit gehen, bis in die Politik hinein. Das ist eine Krise, die sich auf Jahre auf unsere Kinder und Jugendlichen auswirkt. Und wir unterschätzen das. Und es gibt 6 wunderbare Organisationen für diesen Abend, die auch dazu aufgerufen haben, dass es noch mehr Solidarität braucht, dass wir noch mehr spenden sollen, weil es bedauerlicherweise noch mehr Menschen gibt, die unsere Hilfe brauchen. Ich würde da so einen Begriff gerne wählen wollen, es braucht ein neues Wir. Und da gibt es die Diakonie, eine ganz wunderbare Organisation, die über all die Jahre schon so viel macht in diesem Bereich. Aber, und das ist das, was mich so besonders berührt, gerade für Kinder und Jugendliche, die in emotionalen Nöten sind, die in sozialen Nöten sind, aber auch, das unterschätzen wir, wenn man keinen Arbeitsplatz hat, wenn die Ausbildung nicht klappt, was für eine Zukunft haben wir? Und die Kinder brauchen Hoffnung und Kinder brauchen Zukunft. Und ich glaube, wir müssen auch das Verständnis haben, damit in diesem Land wir alle eine gute gemeinsame Zukunft haben, müssen unsere Kinder glücklich, gesund, zufrieden sein und auch ausgeglichen. Und dafür haben wir zu sorgen. Und daher möchte ich mich bei 2 besonders bedanken, bei der Diakonie stellvertretend für alle Organisationen, aber auch bei einem der Partner dieses heutigen Abends, Lenus Pharma. Ich bin ein Mediziner, ein pharmazeutisches Unternehmen, kein Zufall. Und das, was mich auch sehr beeindruckt hat, ist nicht nur, dass es ein österreichisches Unternehmen ist, das in die Welt hinausgeht, was nicht immer selbstverständlich ist, so leicht ist das nicht bei den großen Pharmakonzernen, die es gibt, sondern ein sozialpolitisches und gesellschaftspolitisches Engagement, sich heute Abend hier zu engagieren, eine große Spende zu tätigen, damit Menschen, die in diesem Land ob krank oder gesund gestützt werden, halte ich auch für etwas sehr Schönes, dass das ein pharmazeutisches österreichisches Unternehmen wie Lenus Pharma macht und möchte mich, ich glaube, im Namen aller dafür sehr herzlich bedanken. Und zum Abschluss, wir sind schon sehr spät, würde ich eigentlich auch alle bitten, die uns jetzt noch zuschauen, noch einmal anzurufen, noch einmal Österreich für Österreich, noch einmal ein bisschen das Geldbörsel aufzumachen. Es ist wirklich für die in diesem Land, die es am nötigsten bedürfen. Und ich glaube, wir wollen allen helfen an diesem Abend. Danke auch für die Gelegenheit, dass ich überhaupt hier etwas sagen durfte. Sehr wichtig, was du gesagt hast, Siegfried Merin, vielen Dank. Sehr drastisch, aber man muss es wahrscheinlich auch so sagen, dass die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gerade in Zeiten wie diesen ganz besonders leidet und die Diakonie zumindest versucht, dem entgegenzuwirken. Wir werfen einen Blick auf deren Arbeit. Danke. Ich bin der Max Gandl, ich arbeite in der Diakonie Zentrum Spatzstraße, in der mobilen Familienbetreuung und in der Einzelwohnbetreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Sozialpädagoge. Wir arbeiten an den Herausforderungen, die die Kinder im Alltag haben, helfen den Eltern bei Erziehungsarbeit, haben auch Freizeitgestaltung mit den Kindern. Corona hat auch für uns eine schwierige Zeit bedeutet. Die Aufgaben wurden noch herausfordernder, als sie ohnehin schon sind. Es gibt immer wieder Jugendliche oder ganze Familien, wo man nach einer Zeit der Betreuung sagen kann, wow, Wahnsinn, die können echt stolz auf sich sein, die haben es geschafft, die haben ihre Ziele erreicht, denn im Vorfeld werden immer Ziele ausgemacht. Es ist besonders schön dann zu sehen, wie diese Ziele erreicht werden, wie eben eine Lehrstelle zu finden oder den Frieden zu Hause wieder zu haben in der Familie, in eine Wohnung einzuziehen, die Schulden einzudämmen, das Leben wieder in den Griff zu bekommen und dann gut und gestärkt in die Selbstständigkeit zu gehen. Am meisten Spaß in der Arbeit macht man, wenn man mit Kindern was erleben kann, wenn man mit Kindern Aktivitäten erleben kann, Freizeit gestalten kann, in einem coolen Weg, in einem pädagogisch sinnvollen Weg, dass sie wertschätzenden Umgang lernen,
dass man gemeinsam wächst mit den Kindern, dass man die Kinder schöne Zeit beschert. Und das ermöglichen die Spenden auch. Weit hinauf strebt der Turm in den Himmel, mit mächtigen Stufen kühn übereinander geschichtet, der Schwerkraft trotzend. Gleich den Menschen, die hoch hinauswachsen über sich und das kleine Menschsein. Ein Leuchtturm der Hoffnung, eine große Idee, die in den Himmel wächst. Und wie der Wille, wie ein Herzschlag, wie eine Glocke, sind Zeit und Wille in Türmen, Tränen oder Träumen gar zu messen? Dort oben, hoch in lichten Höhen, unser aller altes Herz, die Königin der Glocken, die Pummerin, dies Herz ward mehrfach neu belebt. Geboren ward es aus der Schlacht, geboren unter größter Hitze, aus einem Geschütz gegossen, ein Kriegswerkzeug ins Gegenteil verkehrt, ein fortan besserer Weg, als ewig neues Blut vergießen. Ja, die Pummerin mit Klöppel, Joch und Armatur, weit über 20 Tonnen schwer, so groß und mächtig, dass man sie nur in Einheit ziehen konnte. 200 Männer an starken Seilen, Edelleute, Handwerksburschen, bergauf, bergab. Eine Vision! Zu groß für die Tore dieser Stadt, zu gewaltig für die Portale dieses Doms. Oh nein, fühle groß! Denke groß, denk immer größer, als du glaubst zu sein, dann wächst du in den Himmel. Ach, was der Mensch vermag, wenn er vereint, wenn er beharrt, das ist in nichts zu messen. Ach, und doch, die Zeit, die Jahre vergehen, der Mensch vergisst, und die Zeit, die kenntlich Wunden schlägt, und Wunden heilt. Sie hasset keinen. Und keiner tut ihr leid. Ein neuer Krieg, ein neuer Wahn. Geborsten in der Glut der Flammen, gestürzt, zerschmettert gar in tausend Stücke. Ein tiefer Fall. Und es ward still. Viel stiller noch vielleicht als je zuvor. Kein Herzschlag mehr, nur mehr ein Raunen, Flüstern, mehr ein leiser Ruf. Steh auf und klopf den Staub aus dem Gerippe. Wachse, wachse wieder in die Höhe wie ein Turm und greif dort nach den Sternen. Glaube, liebe, hoffe, baue, träume, kämpfe! Aus Asche heb dich auf! Triumph! Ein neuer Anfang! So sehen für mich wahre Heldinnen und Helden aus, die solche Alchemie beherrschen. Sie hauchten dem alten Herzen neues Leben ein. Sie salbten seine Stimme. Sie trugen es durch unsere Straßen. Und schließlich
da zogen sie es ganz hinauf, erneut in lichte Höhen, wo es um uns wacht. Friede sei in Freiheit. Da ist ein Bleiben im Gehen, ein Gewinnen im Verlust und im Ende immer Neuanfang. Dort in lichten Höhen, die Königin der Glocken, die Pummerin, unser aller altes Herz, der Klang dieser Nation. Sie mahnt und hofft mit jedem Schlag, erinnert uns an unsere Kraft, erinnert uns, nie aufzugeben, erinnert uns des neuen Anfangs, in jedem neuen Jahr, in jeder neuen Ewigkeit. Sie haben sie über mich geredet, durchlacht. Über mich die Glocken. Die Pummerin. Wissen Sie, wann ich am liebsten leide, weil ich leide ja nicht so oft. Also Weihnachten und zu Ostern, da leide ich sehr gern. Und dann am Nationalfeiertag, das ist mir auch sehr wichtig. Aber am liebsten, da läute ich zu Silvester. Weil da leite ich nämlich am längsten. Wissen Sie, wenn ich dann von oben so runterschaue auf den Platz und dann sehe ich die Leute voller Freude und dann tanzen sie im Walzertakt und dann singen sie dazu und sind so gut aufgelegt und dann um Mitternacht, dann fange ich an zu läuten. Ins neue Jahr. Oder wie Sie gesagt haben, in schön übrigens, in eine neue Ewigkeit. Sehr schön, sehr schön. Ich bin das alte Herz dieses Landes. Es wird wiederkommen. Glaub's mir, durchlacht. Es wird wiederkommen. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Vielleicht sogar mit ein bisschen mehr Dankbarkeit. Vielleicht ein bisschen mehr Demut vor dem, was wir haben, nämlich uns, nämlich einander. Na, kommen Sie, durchlacht, kommen Sie, gehen Sie, sind so schön, das ist unglaublich. Gehen wir. Ja, da geht mir natürlich als Wienerin das Herz auf, wenn ich die Pummerin sprechen höre. Und wer hätte der Pummerin besser Herz und Seele und Stimme verleihen können als Austropop-Legende Marianne Ment. Ja, und ich weiß nicht, ob Sie den steinernen Prinz Eugen erkannt haben. Das war wirklich schwierig, vielleicht höchstens an seiner Stimme, der ehemalige Jedermann Cornelius Obonja. Und jetzt vervollständigen wir das Haus Österreich und begrüßen den sechsten Botschafter des Lebens auf der Bühne. Und das ist der Hausherr, Dompfarrer Toni Faber. Vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass ich hier dabei sein darf. Und gerade in Zeiten am Anfang unseres Lebens und am Ende unseres Lebens sind wir besonders verletzlich. Und da brauchen wir jemanden, der als Mitmensch uns beisteht. Das Österreichische Hilfswerk hilft seit 1947 in solchen Situationen, wo Menschen arm, krank, pflegebedürftig und einsam sind, dass sich niemand in dieser Pandemie allein fühlen soll. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Das Österreichische Hilfswerk macht hier Großartiges. Sollen wir einen Blick werfen auf die Arbeit des Hilfswerks? Machen wir das. Mein Name ist Karin Marek-Sedenik und ich leite dieses Tageszentrum des Wiener Hilfswerks. Wir sind eine Betreuungs- und Pflegeeinrichtung für ältere, hochbetagte Menschen, die zu Hause alleine sind, wo es ganz einfach um soziale Einsamkeit geht, die ganz einfach mit Menschen Kontakte haben wollen. Das ist die eine Seite. Die zweite Gruppe sind pflegende Angehörige,
die wir unterstützen und die, für die wir ganz einfach eine Entlastung darstellen. Warum ich das hier gerne mache, ist, weil ich mit ganz wenigen einfachen Möglichkeiten und Mitteln wie Wertschätzung und Empathie sehr viel an Lebensfreude und Spaß ganz einfach hier vermitteln kann, damit wir unseren Kunden aber, weil die ja ein abwechslungsreiches Programm bieten können, versuchen wir immer wieder mit Spendengeldern und freuen uns auch natürlich dann darüber, außergewöhnliche Aktivitäten. Das sind Ausflüge, das sind Konzertnachmittage, ein Oktoberfest im Tageszentrum, wo wir dann einen Live-Musiker bestellen oder eben ja, vielleicht einmal einen Autobus bestellen und eine Stadtrundfahrt machen. Das sind Dinge, für die wir ganz einfach Spendengelder benötigen. Die engagierte Arbeit auch des Hilfswerks muss finanziert werden. Wir haben es gehört, man benötigt Spendengelder und es gibt zum Glück auch hier einen großzügigen Sponsor. Genau, heute Abend verdanken wir einem großzügigen Sponsor und Partner die Gestaltung auch dieses Abends und die Möglichkeit zu helfen. Wüstenrot bietet vielen Menschen die Möglichkeit, auch und künftigen Generationen Heim zu bilden, Heim zu schaffen. Ich bitte auch Sie, dass Sie die Gelegenheit wahrnehmen, hier zu unterstützen und wirklich einen Beitrag dafür zu leisten am Spendentelefon. A1 hat diese Hotline eingerichtet, 0800 664 2021. Wir bauen auf euch, wir bauen auf dich. Künftige Generationen, Toni Faber, das ist ein gutes Stichwort für jemanden, der jetzt auch gleich hier uns auf der Bühne beehren wird. Wir freuen uns. So wie ein Apfel den Keim in sich trägt für künftige Saat, so ist auch diese Kugel befüllt mit Zeugnissen für künftige Generationen. Was wollen wir, die wir heute gesprochen haben über die Vergangenheit und uns doch mit der Zukunft beschäftigen wollen, für unsere Kinder und Kindeskinder in diesen Apfel legen, der Zeit entrückt, dem Himmel nah? Was sollen wir in diesen Apfel legen? Diese Frage stellt Johannes Krisch als Fenstergucker berechtigterweise, denn Toni Faber, diesen goldenen Apfel, den gibt es wirklich und zwar in luftigen Höhen, deswegen hat er auch nach oben geschaut. Ich glaube 137 Meter, kann das 137 sein? Meter Höhe und eine goldene Leiter, diese Kunstinstallation von Billy Tanner ist jetzt in diesen Sekunden erleuchtet worden, führt von der Taufkapelle im Innenraum der Kirche ins Gewölbe und den Turm hinauf und in der Höhe von 100 Meter auf 135 Meter erstrahlt Sprosse für Sprosse, damit wir etwas hier für die Ewigkeit hinterlegen und dass wir Mut haben, auf diesen Sprossen aufzusteigen und uns von oben beschenken zu lassen. Denn dieser goldene Apfel ist wirklich eine Zeitkapsel, also etwas, was wirklich alle heiligen Jahre, kann man fast sagen, befüllt wird mit symbolträchtigen Gegenständen, die wir quasi künftigen Generationen hinterlassen wollen. Ja? Bei der letzten Renovierung 2008 haben wir diese wertvolle Zeitkapsel geöffnet, voller Spannung. Was ist da drinnen? Was ist hier wirklich aufbewahrt? Und haben dann Neues dazugelegt. Was wir heute dazulegen, da haben sich die Vertreter und Vertreterinnen der Hauptsponsoren so ihre Gedanken gemacht. Und schauen wir uns einfach mal an, womit sie jetzt hier zu uns auf die Bühne kommen. Wir begrüßen den Vorsitzenden des Vorstandes der Verbund AG, Michael Strugel. Die Leiterin der Unternehmenskommunikation Rewe International, Ines Schurin. Den Geschäftsführer der österreichischen Hotel- und Tourismusbank, Martin Hofstetter. Sie sind so schnell, meine Herrschaften, aber das macht gar nichts. Auf die Plätze mit Ihnen. Die Gründerin und Geschäftsführerin von Lenus Pharma, Brigitte Annerl. Und die Generaldirektorin von Wüstenrot, Susanne Ries. So, und jetzt bin ich wirklich neugierig, was ihr in den goldenen Apfel legen wollt. Herr Strugel, ich glaube, Sie fangen an, oder? Gerne. Ich habe mitgebracht einen Globus,
als Symbol für die Verantwortung, die wir tragen für diesen Planeten und wie wir ihn an die nächste Generation übergeben. Dankeschön. Ich habe hier eine Glaskassette mit einem eingravierten, ja natürlich Bio-Brotlaib, die enthält die älteste eingetragene Roggensorte Österreichs, den Schlegler Urrocken, und der steht für Beständigkeit, für Hoffnung, für Überdauern und symbolisiert als unser täglich Brot auch die verlässliche Versorgung mit Lebensmitteln. Vielen Dank, Frau Schurin. Herr Hofstetter. Stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank habe ich hier einen Schlüssel, den ich hier hineinlegen werde, als Symbol für das Wiederaufsperren des Tourismus in Österreich, die Gastronomie und Hotellerie. Die Pandemie hat uns alle kalt erwischt und unser Leben auf den Kopf gestellt. Und keiner weiß das besser als die Gastronomen, Gastronominnen, Vertreter der Hotellerie, Betreiber von Freizeiteinrichtungen und Clubs, denn die haben am eigenen Leib wirklich zu spüren bekommen, was es heißt, wirtschaftlich und soziale Veränderungen im negativen Sinne zu erfahren. Das heißt, es ist uns wirklich ein großes Anliegen, den Menschen ein wenig Hoffnung zu geben mit dem Beitrag, den wir jetzt leisten. Dankeschön. Frau Annal. Als Gründerin von Lenus Pharma verhelfen wir manchen Paaren, ihren sehnlichsten Kinderwunsch zu erfüllen. Und in schwierigen Zeiten wie diesen sehen wir es als unsere Verantwortung, genau insbesondere Familien und besonders die Kinder zu unterstützen. Das ist mir ein Anliegen und das ist das Symbol des goldenen Kinderschuhs. Vielen Dank. Frau Ries? Ja, ich möchte einen Baum als Symbol für den Baum des Lebens in den goldenen Apfel legen. Das Leben, um das so viele Menschen in diesen vergangenen Monaten kämpfen mussten, und auch als Symbol für den Baum der Erkenntnis, dass es nur unser Zusammenhalt und das gemeinsame Mithelfen war, das vielen Menschen das Leben gerettet hat. Und das ist auch der Sinn des heutigen Abends. Und dafür möchte ich Gary Kessler und dem ganzen Team sehr herzlich danken, dass es möglich war. Es gibt viele Menschen, die noch Hilfe brauchen. Und das ist der Sinn, warum wir heute hier sind. Vielen Dank. Und genau aus diesem Grund würde ich am liebsten eigentlich diesem Vermächtnis noch einen prall gefüllten Geldbeutel anheim werden lassen. Aber das übergeben wir vielleicht dann wirklich an Gary Kessler und Dr. Alexander Frabetz, denn die kommen jetzt zu uns auf die Bühne gemeinsam mit den Vertretern und Vertreterinnen der Hilfsorganisationen, um die Höhe der Spendensumme bekannt zu geben. Also auf die Bühne Gary Kessler, Dr. Alexander Frabetz, Anna Paar, die Generalsekretärin der Caritas Österreich, Martin Schenk, es ist der stellvertretende Direktor der Diakonie, Elisabeth Anselm, die Geschäftsführerin des Hilfswerks Österreich, Peter Kaiser, der stellvertretende Generalsekretär vom Roten Kreuz, Wolfgang Dihanitz, der Geschäftsführer vom Arbeiter-Samariter-Bund und Erich Fenninger, der Geschäftsführer der Volkshilfe. Und Gary, jetzt hast du das Wort. Ja. Ich habe mich sehr über diesen wunderschönen Abend, der sich bald neigt, gefreut und dass alles so gut funktioniert hat. Und ich danke dem ORF für diese Partnerschaft, lieber Alex. Hier ist jetzt ein Geldbeutel, den wir dann gleich in den goldenen Apfel legen wollen. Ich weiß wirklich nicht, wie viel drin ist und ich bitte dich, dass du ihn aufmachst und einmal nachschaust. Es ist toll, einmal als Glückskind fungieren zu dürfen. Gratuliere dir, Gary, zu dem, was du da auf die Beine gestellt hast. Das ist was Großartiges. Danke wirklich auch allen, die hier mitgemacht haben, und walte jetzt meines Amtes. Ich bin wirklich auch neugierig, sehr neugierig. Ja, da. Zettel ist drinnen. Darf ich dir das geben? Also 601.717 Euro. Gratuliere. Das ist ganz 601.717 Euro. Gratuliere. Ich danke das allen Spendern aus großem Herzen. Ich hoffe, ja. Jetzt bin ich auch sehr berührt, weil normalerweise weiß ich solche Sachen vorher. Immer eine Ich freue mich sehr. Und alle, die angerufen haben und alle, die gespendet haben,
Ich einen großen Dank im Namen meines gesamten Teams, auf das ich unheimlich stolz bin. Dann legen wir es da rein. Ich gebe den Beutel da. Den Beutel. Ja. Vorher nehme ich mir aber dann noch was raus, obwohl es so kalt ist. Einen wunderschönen Mai-Gruß an die Arabella, weil sie so toll moderiert hat. Ach so süß. Vielen, vielen Dank, Gary. Dankeschön. Dankeschön. Vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz und natürlich ein Dankeschön an Sie. Die Pandemie hat unser aller Leben schlagartig und nachhaltig verändert und wir werden diese Krise nur meistern, wenn wir zusammenhalten. Aber Sie haben heute gezeigt, dass Sie ein Teil des Ganzen sind. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielleicht darf ich Peter Kaiser an dieser Stelle stellvertretend für alle anderen Hilfsorganisationen, du bist ja der stellvertretende Generalsekretär des Roten Kreuzes, Peter, darf ich dich bitten, dass du vielleicht auch noch dem ein Dankeschön hinterher schickst. Lieber Gary, liebe Österreicherinnen und Österreicher, im Namen der 6 Hilfsorganisationen darf ich sagen, wir sind überwältigt, wir sind beeindruckt und wir sind zutiefst dankbar für das, was du auf die Beine gestellt hast, für das, was die Österreicherinnen und Österreicher heute an diesem wunderschönen Abend für uns, an dem ersten Abend, wo wir wieder leben dürfen in diesem Land, geleistet hast, was ihr geleistet habt. An die Künstlerinnen und Künstler, die den Abend uns so toll versüßt haben, an die Sponsorinnen und Sponsoren, die hier mit uns auf der Bühne stehen, an die vielen, vielen Bienen im Hintergrund, die dieses Event heute ermöglicht haben, und zu allerletzt auch an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit Beginn an in dieser Pandemie Unmenschliches leisten, um für jeden und jede Einzelne in diesem Land das Leben in dieser Zeit etwas zu erleichtern. Gary, mein aufrichtigster oder unser aufrichtigster Dank für deine Initiative. Danke noch einmal im Namen aller. Mir geht es auch gerade sehr, sehr gut. Ich habe da noch was rausgenommen aus dem goldenen Apfel. Und es ist eigentlich das Rätsel vom Anfang von unserem Kaiser Friedrich, der da drin sein Grab hat, A-E-I-O-U. Und das ist natürlich sehr lustig und ich möchte im Namen meines gesamten Teams 2 verrückten und lieben Freunden danken, der Janina Lebiszak und dem Alex Wiegold. Ja, wir haben in den vielen Monaten in dem Lockdown über Zoom, und ich bin wirklich kein Computergenie, aber habe das alles erlernen müssen aus unseren Wohnungen, wo wir in Monaten, wo wir uns nicht sehen durften, haben wir uns dieses Buch einfallen lassen. Und aus dem entsteht auch diese Botschaft, A-E-I-O-U, was kann das für uns wirklich bedeuten? Ja, am Ende ist oft Ursprung, hat uns dieser Kaiser Friedrich da geschickt. Am Ende ist oft Ursprung soll heißen, dass es das Wichtigste ist, den ersten Schritt zu tun, egal ob man weiß oder nicht weiß, ob man jedes Ziel erreichen wird. Der Mut und alle mitzunehmen und gemeinsam in Stärke zu versuchen, ein Ziel zu erreichen, wie man eine Kathedrale aufbaut, wie unsere Vorfahren einst einen Grundstein gelegt haben und über Generationen nicht gewusst haben, ob dieses Werk fertig wird. Und deswegen von unserem Wahrzeichen bedanke ich mich noch einmal und wünsche eine gute Nacht. Dankeschön. Ja, eigentlich hätten das jetzt schon, Gary, meine Schlussworte sein können. Vielen Dank, dass du sie geklaut hast. Nein, macht gar nichts. Ich kann eigentlich dem vielleicht nur hinzufügen, dass dieses A-E-I-O-U den Kreis auch schließt, denn ganz zu Beginn des heutigen Abends habe ich gesagt, wir fangen immer wieder von vorne an, mit vereinten Kräften, seit vielen Jahrhunderten. Wir fangen wieder von vorne an. Vielen Dank für dieses Miteinander. Dankeschön und gute Nacht. Ich bin Pumpen.
Es ist mein Herzschlag, der für euch klingt. Darum, wie in uralten Zeiten, ihr Sängerknaben ein Lied für mich singt. Thank you.